Christoph, es war sicherlich bitter angesichts der tollen zweiten Halbzeit, die ihr gespielt habt, dass es heute nur für einen Punkt gereicht hat. Ja, das ist richtig. Wir haben richtig gut begonnen in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit brauchen wir gar nicht drüber reden, das war viel zu wenig. Aber nach der Halbzeit haben wir dann nochmal eine Schippe draufgelegt und dann auch uns die Torchancen erarbeitet. Und dann, wie gesehen, natürlich sehr, sehr, sehr viel Pech gehabt. Da springt er dann halt gegen den Pfosten und raus, anstatt rein. Dann hebt der Torhüter von denen überragend. Eigentlich gewinnt das Ding dann 2-3-0 und dann passiert gar nichts. Aber im Moment haben wir einfach die, gut deutsch gesagt, die Scheiße am Fuß kleben. Trotzdem sehe ich ein paar Dinge positiv bei diesem Spiel. Die Art, wie ihr dann zwischendurch in der zweiten Halbzeit gespielt habt, da war eine Leichtigkeit und Spielfreude, wie ich sie eine Weile schon vermisst habe bei euch. Und auch die Zuschauer sind mitgerissen worden. Ja, genau, das ist ja das. Wenn die Zuschauer sehen, dass wir kämpfen, dann sind sie auch voll hinter uns. In der ersten Halbzeit haben wir, wie ich schon gesagt habe, viel zu wenig gemacht. Und dann kriegst du die Zuschauer auch nicht auf deine Seite, eher das Gegenteil. Dann kommentieren sie halt immer, oh, wieder das schlecht und das schlecht. Aber man hat gesehen, wenn wir uns den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch, dann stehen die voll hinter uns. Und genau das brauchen wir. Aber wir müssen halt jedes Mal 100% geben. Und dann stehen die Zuschauer auch hinter uns und das beflügelt uns auch einen Teil. Und deswegen, ja, müssen wir an die zweite Halbzeit von heute anknüpfen. War das auch der Grund, warum es letzte Woche so eine schwache Vorstellung war, dass ihr nicht die 100% gegeben habt? Letzte Woche war irgendwie ein ganz anderer Gegner. Da hätte man eigentlich auch noch, obwohl das Spiel eigentlich so richtig zerfahren war, hätte man am Ende, finde ich, einen Punkt verdient gehabt. Durch so einen Leichtsinnfehler dann, gut, dann das passiert mal. Da verlierst du dann oder da kriegst du dann das 3-1 und dann ist das Spiel gelaufen. Aber eigentlich musst du in Balingen auch einen Punkt holen. Auch wenn wir nicht die Leistung abgerufen haben wie heute in der zweiten Halbzeit. Du hast ja die ersten Spiele verpasst, urlaubsbedingt. Ist doch recht ein bisschen ungewöhnlich, dass der Urlaub jetzt nicht in der Saisonpause war. Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen? Ja, natürlich. Das ist meiner Freundin geschuldet. Die schafft beim Arzt und sie kann eben dann nur Urlaub nehmen, wenn ihr Chef zu hat. Das war der Grund. Und Jahresurlaub mit der Freundin, das muss halt schon mal sein. Ich hätte natürlich gern bei jedem Spiel mitgewirkt, aber ja, so war es jetzt mal. War auch schön. Wir haben uns gut erholt und jetzt greife ich wieder voll an. Es gab ein paar Neuzugänge, also die ziemlich plötzlich verpflichtet wurden. Was kannst du dazu sagen, wie diese Neuzugänge jetzt in der Mannschaft aufgenommen wurden und wie sie sich eingegliedert haben? Okay, ja, zunächst mal der Fabian Jeck, der war ja schon mal bei uns ohne Probleme eingegliedert, gar kein Problem, hat seinen festen Sitzplatz immer noch. Beim Ricardo Di Piazza, den kenne ich auch schon ewig lang, ist ein riesen Kicker. Hat sich jetzt in seinem alten Verein nicht so wohl gefühlt und ich denke, hier wird er optimal aufgenommen. Das ist optimales Umfeld für ihn und richtig gut, dass wir die zwei jetzt noch geholt haben. Es gab ja noch einen dritten Zugang, Fordai Turay. Ich hätte ihn gerne interviewt, aber er spricht kein Deutsch. Was kannst du uns über ihn erzählen? Ja, Fordi ist von der zweiten Mannschaft von uns, ist eigentlich kein Neuzugang, sondern er will sich jetzt mal, oder durch die Personalsituation im Moment, rückt er sich halt mal ein bisschen in den Vordergrund und ich denke, das macht er ganz gut, nutzt seine Chance, wird jetzt wahrscheinlich auch in der kommenden Zeit öfters mit uns mittrainieren und dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Kannst du uns kurz erklären, welche Personalsituation du gemeint hast? Ja, die vielen Verletzten und die Urlauber, auch ich vor 2 Wochen. Dann der Jonas Malsam, jetzt noch im Urlaub. Dann Verletzte wie Alex Zimmermann, natürlich auch Leistungsträger. Das ist die Personalsituation, die uns jetzt dazu gezwungen hat, eben noch ein bisschen uns zu verstärken. Nächstes Spiel geht gegen Oberaachen, der Ex-Verein von Ricardo Di Piazza. Was wird das für ein Spiel?
Ja, Oberachern ist auch gut in die Runde gestartet, haben schon Punkte gesammelt. Ist eine kämpferisch steige Mannschaft. Felix Armbruster hat ja letzte Saison bei uns gespielt, spielt jetzt dort. Auch er körperlich ganz steig und so ist eigentlich die komplette Mannschaft von Oberachern. Die sind körperlich richtig steig, fußballerisch keine schlechten dabei. Und da können wir uns auch auf einen heißen Tanz freuen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dort auf jeden Fall was mitnehmen.